So, welchen Tag haben wir denn heute überhaupt? Gucken wir mal. Das muss jetzt nicht mit meinem Tag. Wo steht das? Irgendwo oben links, oder? Da, Tag 100, Tag 100. Das passt natürlich jetzt nicht überein mit meiner privaten Notation hier der Folgen, weil ja bei der Vorbereitung des Projekts auch schon in die Speicherstand hier. Na, die mussten ja auch hier das ganze Szenario aufbauen. Da waren ja auch schon ein paar Tage vergangen. Vielleicht kann mir ja mal einer sagen, wie viele Tage das schon sind. Wo wollte ich jetzt hin? Hier wollte ich hin. So, Stärke 2. Stärke 2. Machen wir erstmal einen Stärke 3 Bogen da draus. Stärke 3, 5 Erfahrungskosten, wie geplant. So, jetzt haben wir noch 2 übrig. Wir könnten, wenn wir noch Stärke auf so ein Buch kriegen würden. Lapis nicht zu vergessen. So, schusssicher Quatsch. Was brauchen wir das? Wir haben natürlich jetzt, es bleibt ja bei schusssicher noch. Ja, ne? So muss ich irgendwas anderes dann tatsächlich verzaubern. Zum Beispiel den Bogen, der geht dann natürlich auf Stärke. Sicher. Das will ich aber nicht so. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das jetzt auch schon geht. Nee, geht nicht. Ei. So habe ich meine. Huch. Meine Rüstung ist ja schon alles. Alles auf Schutz verzaubert. Diamanten, der hat überhaupt noch keine Schutzverzauberung. Können über dem. Hier ist nochmal Stärke 2. Moment, was haben wir jetzt gemacht? Da ist mein Bogen Stärke 3. Ich habe ja schon Stärke 2. So, da brauche ich also noch mal zweimal Stärke 2. Da haben wir hier dann Stärke 3. Dann kann ich schon auf Stärke 4. Das ist ja echt super. So, was haben wir denn? Kriegen wir auf den Helm vielleicht noch was drauf? Warum ging das eben nicht? Weiß ich nicht. Achso, ich habe außerhalb des Fensters was weggeklickt. So, also auf den Helm. Auf den Helm bekomme ich vielleicht auch was wie Explosionsschutz. Nee. Ich habe aber hier noch eine Schutz 2. Könnte ich auf den Helm drauf machen. Dazu brauche ich dann aber das andere, nämlich das Ding da hinten. Und ich brauche wahrscheinlich mehr Level. So ist es. 3. Immer diesen einen Level, der. Dieses eine Level, das mir da fehlt. Na gut, so, da haben wir. Aber wir haben Stärke und Schutz. Hier haben wir nochmal Effizienz. Haben wir noch irgendwas, was wir verzaubern können? Da haben wir schon Holzschaufeln verzaubert. Vielleicht noch irgendwas anderes an Werkzeugen. Muss man die Programmierung da wieder wegkriegen. Das war zum Beispiel. Wo ist jetzt hier? Werkzeuge. Holz brauche ich. Holz. So, und dann. Holen wir uns den Stein. Den wir ja hier in der Tasche hatten. Machen uns mal ein paar Steinschaufeln. Zwei reichen erstmal.
Dann werden wir eine Steinschaufel verzaubern auf Effizienz. So, und dann gucke ich mal, was ich jetzt auf das Buch bekomme. Für mein letztes Level. Effizienz, Käse. Na gut. Das war noch ein Stein, eine Schaufel. Noch eine Schaufel, wo ist sie denn? Die eine kann weg, wo ist die andere geblieben? Hatte ich da nicht mehrere gemacht? Sagt's mal. Liegt die da noch irgendwo? Oder hatte ich die gar nicht gemacht? Also. Nee, blind bin ich noch nicht. So, dann machen wir das jetzt nochmal. Mit der Schaufel gibt es Effizienz Level Requirement 2. Also manchmal brauchst du nur einen, manchmal brauchst du zwei. Warum auch immer. Keine Ahnung, wonach das wieder geht. So, dann können wir ja hier mal so eine Steinschaufel mitnehmen. Wir können sie auch aufbrauchen, ist ja nicht verboten. Was sie schon haben, den Helm setze ich mal wieder auf. So. Wir spielen übrigens auf der 1.8, ja. So ist das hier vorgesehen, dem Projekt. So, heute haben wir übrigens den 19.05., 23.22 Uhr. Und wir werden noch mal wieder runtergehen und versuchen, irgendwas Interessantes zu finden. Also Redstone für Level und sowas. Ich glaube, das mit dem Redstone ist am ungefährlichsten. Oder mit der Kohle brauchen wir nicht in den Nether, obwohl das natürlich ein bisschen effizienter ist im Nether, aber auch gefährlicher. Vor allen Dingen, wenn man sich dann mit diesen Schweinepriestern da anlegt. Na? So, dann machen wir mal hier weiter. Einfach mal irgendeinen Gang nehmen. Einfach mal hier so ein bisschen weiter. Hatte ich da irgendwie einen besonderen Abstand genommen hier oder wie? Also wir sind hier auf F. Ich versuche mal oben rechts zu gucken. Aber ist ja nicht. Also sind wir auf 750. So, was waren wir hier? Hier waren wir auf 774. Also wir gehen mal so 20 weiter. Also noch 37 ungefähr. Geht ja schnell, ne? Da sind wir ja gleich. Okay, das ist also etwas gefährlich hier. Ach, dann gehen wir einfach mal hier rechts rum. Der ist auch ein bisschen gefährlich. Dann gehen wir mal hier rum. Das ist relativ ungefährlich. Brauchen wir nur zumachen. So. Und dann einfach jeden zweiten Gang hier rüber. Zack. Also die einfache Methode des Strip Mining. Die einfache Methode. Hier sind wir schon wieder. Bisschen von dem Zeus.
Es zieht ein Sturm auf. Ja, ach, ich bleib mal ein bisschen länger hier. Da habt ihr ein bisschen längere Folgen. Auch wenn es nur Hacken ist. Mache ich vielleicht noch zwei rein. Dann gehen wir ins Bett, ne? Nichts Arbeits tun. Man darf doch, man muss nur mal was laut meckern hier. Dann kriegst du auch was. Gibt allerdings nur zwei Level. So, jetzt hat es geknallt. So, und hier machen wir mal noch einen Gang. Kann einem ja nichts passieren, also. Eigentlich nicht. Was war das jetzt? Guckt euch das an, da links. Das ist wieder Grafikfehler. Wow. Das sieht ja aus. Da haben wir wahrscheinlich unter den Grundstein, also den, wie ist das, der Basisstein hier, haben wir da drunter geguckt in den Weltraum und ist nichts, auf dem diese riesen Minecraft-Scheibe schwebt. So, wir haben 4 Level inzwischen. Bisschen natürlich. So, wie sieht es aus? Naja, wir haben noch früh am Abend. Wir können noch ein bisschen was schaffen hier. Dann habt ihr auch mal längere Folgen. Tage würde ich das nicht machen da oben, aber jetzt hier in der Nacht ist das ja eigentlich egal. Da ist Redstone, den nehme ich gleich mit. Und dann sind auch die Fackeln zu Ende. Alle. Und wir haben 5 Level. Ist ja auch noch was drin. Das sollte man auch noch mitnehmen. Haben wir sonst noch was im Boden gelassen? Irgendwo könnte ja sein. Jetzt brauchen wir es fürs Level farmen. Ich glaube, wir gehen erstmal hoch. Das knallt mir dann noch ein bisschen zu. Zu viel inzwischen. Ich hoffe nur, dass mein Haus noch nicht abgebrannt ist. Bei dem Holzdach da wäre natürlich auch noch was. Ne, noch steht alles.